Das hier ist mein persönlicher Favorit bei Heimkino 4K-Projektoren in der 3000-Euro-Klasse. Das ist der Optoma UHZ 2000, der einfach herausragend gut im Wohnzimmer funktioniert, aufgrund seiner Kompaktheit. Er ist also schön weiß, dezent. Er ist gnadenlos hell, 3400 Lumen. Er hat eine Laser-Engine, also die gleiche Haltbarkeit wie ein normaler Fernseher eben auch. Kein Lampenwechsel mehr nötig. Und er ist so leise, dass man ihn kaum wahrnimmt, selbst wenn er über einem an der Decke hängt. Tja, und das Ganze eben gepaart mit einer fantastischen Bildqualität, das macht ihn einfach zu einem richtigen Top-Gerät, wenn nicht sogar zum besten Gerät in dieser Preisklasse. Tja, und hier gibt es sogar noch ein bisschen Optimierungspotenzial, was die Bildqualität betrifft. Und zwar ganz neu jetzt hier das Advanced HDR Tuning für diesen Projektor. Ein Farbfilter-Tuning, also mit diesem Filter und den richtigen Bildeinstellungen, bekommt ihr hier eine Kontraststeigerung von nochmal 25%. Und wie das Ganze funktioniert, was es auf sich hat, zeige ich euch jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistert. Tja, so ein Farbfilter-Tuning, das ist eine spannende Sache, weil man mit einem verhältnismäßig kleinen Aufwand, 200 Euro kostet das, eben nochmal eine ganze Ecke mehr, wirklich sichtbar mehr an Bildqualität hier rauskitzeln kann. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, man steckt den Filter hier drauf, die richtigen Bildeinstellungen, die sind ja eh schon mit drin, denn wir stellen den Projektor ja im Vorfeld schon ein, wenn ihr den mit der Tuning-Variante bestellt. Wenn ihr so ein Gerät schon habt, könnt ihr natürlich diesen Filter nachordern, also für den UHZ 2000. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das dann im Ergebnis aussieht. Da schalten wir hier gerade mal um. Da habe ich hier einen kleinen Clip mal vorbereitet. Da ist hier also unser Raumschiff. Auf der linken Seite seht ihr hier ohne Filter, auf der rechten Seite mit Filter. Und ich lasse das jetzt gerade mal laufen. Achtet mal bitte auf den Schwarzwert. Ihr seht also, links ist es hier schon heller, es ist ein bisschen gräulicher. Und rechts haben wir einen tieferen Schwarzwert. Das Bild wird plastischer somit. Man taucht mehr in den Film ein, es wirkt realistischer. Und das bedeutet eben diese Kontraststeigerung, die man eben besonders bei dunklen Bildbereichen sehen kann. Wie funktioniert das Ganze? Das möchte ich auch noch ein bisschen erläutern. So ein Projektor, der liefert in der maximalen Helligkeit nicht die richtigen Farben. Denn in der Regel, und das ist auch hier der Fall, sind die dann, ist das Weiß nicht weiß, das wir haben möchten, sondern es hat einen Grün-Blau-Stich. Wir haben ja drei Grundfarben, Rot, Grün, Blau. Und wenn wir jetzt Grün und Blau zu viel haben, na, bei unserer maximalen Helligkeit, dann müssen wir natürlich diese Farben reduzieren, um wieder in der Balance zu sein, um die richtige Farbtemperatur zu bekommen und ja, im Endresultat dann korrekte Farben zu haben. Wir gehen hier mit diesem Tuning den umgekehrten Weg. Das heißt, statt Grün und Blau zu reduzieren, verstärken wir Rot. Denn andersrum gesehen haben wir keinen Grün-Blau-Überschuss, sondern ein Rotdefizit. So rum kann man das natürlich auch betrachten. Wir verstärken also Rot mit diesem Filter, wird hier vorne aufgesteckt, und kommen so wieder in die Balance, natürlich kombiniert mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Filtertönung. Das ist natürlich ganz wichtig. Da wird also vorher viel gemessen und ermittelt, was die richtige Tönung ist. Das wird aufeinander abgestimmt und dann funktioniert dieses Prinzip hervorragend. Natürlich haben wir aufgrund der Tönung immer noch einen Helligkeitsverlust, ist ganz klar. Denn ihr könnt das sicherlich auch hier mal sehen. Ja, also wenn man hier durchschaut, wird es einfach dunkler. Ja? Also man verliert hier schon auch ein bisschen Helligkeit. Das ist aber im Maße, also wenn wir die korrekten Farben wollen, kostet das normal ein bisschen Helligkeit. Und das ist hier im gleichen Maße. Das heißt, wir sind hier genauso hell, wie der Projektor so schon ist, mit korrekt eingestellten Farben. Ja? Gewinnen aber
im Schwarzbereich, wo wir hier mit dem Filter ja auch tönen, ne, gewinnen an Schwarzwert. Wir kriegen also diese Plastizität, diesen besseren Schwarzwert aufgrund dieser Filtertönung mit rein. So funktioniert das Prinzip. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wir bekommen also einen besseren Schwarzwert bei gleicher Helligkeit und korrekten Farben und somit 25% gemessen mehr Kontrast, mehr Plastizität, mehr Dynamik ins Bild. Und das macht einfach unglaublich Spaß und ist für so einen kleinen Aufpreis meiner Meinung nach eine klasse Sache. Da sollte man unbedingt drüber nachdenken. Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz auch diesen Filter zeigen, wie der gefertigt ist. Das ist also ein vergüteter Echtglasfilter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen rumgetappt. Ja. Das ist hier von dem namenhaften deutschen Hersteller ein Museumsglas, eben in der speziellen Tönung. Und ihr könnt sehen, in der Innenseite ist das Ganze hier eingeklebt in den Filter. Der muss nämlich hier sehr schlank sein. Deswegen gibt es hier keinen Sprengring. Es ist also verklebt. Und man hat hier einen Aluminiumring, der hier gedreht ist. Also das ist hier richtige Handarbeit. Der Filter hat aber noch einen weiteren positiven Effekt. Und zwar, bei so einem hochwertigen Projektor müsst ihr natürlich immer aufpassen, wenn ihr den reinigt, wenn hier mal ein Staub auf der Linse ist, dass ihr keine Kratzer reinmacht. Das sind in der Regel Kunststofflinsen bei fast allen Geräten. Die sind schon ein bisschen kratzempfindlich. Ihr müsst also ein weiches Mikrofasertuch nehmen. Das ist am besten ganz neu oder hundertprozentig sauber. Und dann kann man hier ganz vorsichtig diese Linsen auch reinigen. Wenn ihr diesen Filter hier vorne drauf steckt, das wird also nur hier vorne drauf gesteckt, ganz bis zum Anschlag, damit er hier auch abschließt schön, dann könnt ihr hier auf dieser Oberfläche, die sehr kratzunempfindlich ist, könnt ihr auch mit dem Mikrofasertuch mit ein bisschen Druck dran gehen. Hier kommt auch kein Staub mehr rein. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann ist es am Filter. Den könnt ihr viel besser putzen. Ihr habt einen optimalen Schutz für euer Objektiv. Ja, das ist also noch mehr als nur die Bildverbesserung. Ihr schützt damit auch den Projektor. Tja, wenn ihr Interesse habt, ihr findet diesen wundervollen Projektor auf unserer Website heimkinoraum.de. Da gibt es also den UHZ 2000 mit dem Advanced HDR Tuning schon inkludiert. Da könnt ihr den bestellen. Ihr könnt ihn natürlich im Heimkinoraum in eurer Nähe euch live mal ansehen, um euch einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Da haben wir den natürlich aufgebaut. Da könnt ihr auch mal vergleichen, wie sieht es aus mit Tuning, wie sieht es aus ohne Tuning, wenn euch das interessiert. Oder den natürlich auch mit anderen Geräten vergleichen. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns auch gerne an. Wir stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn ihr so einen tollen Projektor schon habt und möchtet gerne upgraden auf das Advanced HDR Tuning, jetzt muss ich den Filter mal hier wieder runternehmen, hier. Wenn ihr also upgraden wollt, ist das auch kein Problem. Kontaktiert uns an dem Standort, wo ihr den Projektor gekauft habt. Und dann finden wir natürlich auch eine unkomplizierte Möglichkeit, wie ihr einfach upgraden könnt. Tja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.